Ich bin für die Kommunikation verantwortlich, mache dort recht viel. Alles, was ums Schreiben geht, das mache ich auch mega gerne. Ich habe jetzt da vor allem auch im letzten Jahr herausgefunden, dass ich mich dort wirklich ein bisschen entfalten kann. Unter anderem habe ich auch den Event, den Second Athletes Day, organisieren. Ich hatte dort so ein bisschen die Verantwortung, dass schlussendlich ja, alles so läuft, wie es sollte. Und es war auch eine mega coole Erfahrung, weil so etwas Grosses in diesem Rahmen habe ich eigentlich noch nie organisiert. Und habe wirklich gesehen, dass es mir Spass macht. Ja. Ich bin CEO von der OBT und für das zuständig, dass vor allem auch unsere Fachbereiche, wir sind ja aufgeteilt in vier Fachbereiche, gut miteinander zusammenarbeiten. In dem Sinne bezeichne ich mich oft vor allem auch als Coach, um so den Bogen zu spannen zum Athletes-Netzwerk. Mir fällt eigentlich nicht eine spezielle Situation ein, sondern wir haben wirklich so viele coole Abende schon auch hier in der Leuerstube drin gehabt, ja, wo wir heute noch davon reden. Ja, sie werden immer besser, habe ich gemerkt nach gestern, vorgestern. Vorgestern war unser zweiter Athletes Day. Und wie ich vorher schon angetönt habe, ja, habe ich den mitorganisiert. Und ja, es ist einfach schon eine riesige Sache, ein riesiges Event, wenn irgendwie du bereitest die 3-4 Monate darauf vor und dann kommt es immer näher. Und dann wirst du langsam nervöser und ja, haben wir alles, haben wir auf alles geschaut, haben wir nichts vergessen, kommt alles gut, kommen alle, klappt es mit dem Essen. Und dann, ja, und dann steht das Event da und es war ein mega schönes Event. Die Leute waren happy und alles ist eigentlich so über die Bühne, wie wir uns das vorgestellt haben. Und nachher dann ist schon eine rechte Last und Erleichterung, die so abfällt. Und genau auch nach so Anlässen, wo das Team noch mehr zusammenschweißt, bist du nachher dann ja, umso besser drauf zu Abend. Und das haben wir wirklich auch genossen. Also, es war mega cool. Viele spannende und sehr lustige Geschichten. Das ist das, was jetzt ein bisschen fehlt, finde ich, wenn die Leute nicht im Büro sind. Das sind immer die spannenden Geschichten, die man einander erzählt hat in der Kaffeepause, wo jeder ein bisschen über sich selber lachen kann. Wir haben ganz viele spannende und lustige Leute bei uns und das gibt immer sehr viele lustige Ereignisse. Das Lustige ist jetzt noch schwierig zu Musik finde ich einmal, also Lehrlingsausbildung ist mir immer sehr am Herzen gelegen und mit ganz jungen Leuten erlebt man immer ganz lustige Geschichten. Wir hatten mal einen Lehrling gehabt, der ist immer mit dem Töffli arbeiten gekommen und in der ersten oder zweiten Woche hat es ganz fest geregnet, als er kam. Das haben wir gar nicht mitbekommen, weil er ins Büro reingeschlichen ist und wo wir dann gemerkt haben, dass er nicht in die Kaffeepause kommt, haben wir gedacht, warum kommt er denn in die Kaffeepause? Wir schauen und es hat wirklich richtig getropft unter seinem Stuhl. Also der war bloody nass gewesen, hat sich aber nicht getraut zu outen. Wir haben ihn nach Hause schicken, dass er trockene Kleider bekommt. Ja. Als Ausgleich spiele ich immer noch Fußball beim FC Zürich Frauen, auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Ja, und es ist so ein Jonglieren zwischen Spitzensport und jetzt neu eben auch im Berufsalltag, in Anführungszeichen. Ja, und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Ausgleich nennen würde. In dem Sinne würde ich nicht sagen, dass ein Ausgleich ist, so wie Sport vielleicht für andere ein Ausgleich ist, um den Kopf zu lüften, zum Abendkommen. Weil ich gehe ja am Abend nachher dann ins Training, muss genau noch mal so Leistung bringen, weil es ja immer noch auf einem ambitionierten Level ist. Das Fußballspielen und darum würde ich eher sagen, es ergänzt sich mega gut. Familie, zwei Buben, die sehr aktiv sind.
Taxi fahren. Das ist so quasi dann der Ausfluss aus dem, weil beide sehr viel Sport machen. Selber probieren, ein bisschen Sport machen, viel Skifahren im Winter, viel in den Bergen sein, viel Fußball schauen. Passiv ist das zwar, aber er tut auch gut. So ein bisschen so ablenken. Draußen sein vor allem, weil man sonst viel im Büro ist. Was meine berufliche Karriere oder meine Nachsportkarriere anbelangt. Ich fange jetzt im Sommer eine Ausbildung an, PWA, an der Kaderschule Zürich. Und das ist 4 Monate Schule und nachher dann der Rest Praktikum. Natürlich das Optimale für mich ist jetzt, dass ich das nachher dann gerade mit da kombinieren kann. Also ich kann ganz normal weiter beim Athletes Network weiterarbeiten. Also ich darf mich selber sein, darf mega viel Verantwortung übernehmen, auch mit meiner eigentlich relativ geringen Berufserfahrung, die ich habe. Und wir haben einen super coolen Team-Spirit. Beste Arbeitgeber sind wir, glaube ich, dass wir sehr einen interessanten Job können ausfüllen bei OBT. Wir dürfen unseren Kunden helfen in fast allen Lebenslagen rund um Zahlen und den Leuten und den Firmen können zu helfen. Das ist eine super spannende und interessante Tätigkeit und darum das können zu machen, darum wirst du automatisch auch sehr einen attraktiven Arbeitgeber. Kaffee, ganz klar Kaffee. Ganz klar Kaffee. Beides. beides. Nachtdüle, das macht auch einiges mehr Spass. Zum Arbeiten früh aufstehen, am Wochenende ist es umgekehrt. Beides nicht extrem. Eigentlich beides nicht so. Aber eher dann würde ich sagen, lohnt es sich nochmal ins Theater zu gehen. Kino ist irgendwie gar nicht so meins. Beides. Situationsbedingt, aber ich bin eigentlich ein Alles-Trinker. Früher ein Bier, jetzt Wein. Puh. Eigentlich Buch, aber mangels Zeit mehr Film, Fernsehen. Film. Weil im Buch schaffe ich es irgendwie nie, es bis zum Schluss fertig zu lesen. Hund. Weil ich auch selber einen Hund habe. Aber ich hätte lieber eine Katze, weil man nicht mehr mit ihr rausgehen muss. Aber ja, ich liebe ihn. Weder noch. Super Oil, bis bald! Ja, ich glaube, es ist wirklich das von Athleten für Athleten, dass wir wissen, von was wir reden, dass wir das selber durchlebt haben. Aber nachher dann auch einen professionellen Hintergrund aus der Wirtschaft bei uns mit im Team haben. Und ich glaube, das Zusammenspiel macht es wirklich einzigartig und glaubwürdig. Wir wissen, von was wir reden, von einem Schweizer KMU für Schweizer KMU. Wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten feststellen, dass wir sind so das Haus des Vertrauens. Wir stehen für vertrauensvolle Dienstleistungen. Man kommt zu uns, wir gehen zum Kunden. Das ist extrem nahe, extrem vertrauensvoll. Man weiß, was man aneinander hat, man schätzt einander. Und das gepaart mit dem Fachwissen, das natürlich das Zentrum ist, irgendwo durch. Ohne unser Know-how, das wir dem Kunden mehr bringen können, geht es nicht. Aber
ob allem steht oder umhüllend, ist so ein bisschen das, die vertrauensvollen Dienstleistungen und das Identifizieren mit dem Gegenüber, das ihr auch habt, weil ihr das Gegenüber kennt, wir kennen das Gegenüber auch. Das finde ich extrem wertvoll und ist ein verstecktes Asset, das wir vielleicht gerade noch ein bisschen mehr, auch wir jetzt, wenn ich euch höre, ein bisschen mehr müssen rausstellen. Einer der grössten Unterschiede, was mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt, ist natürlich, dass ihr euch schon voll im Markt etabliert habt und ihr euren Kundenstamm habt und die Sicherheit. Und das ist, glaube ich, schon noch etwas anders bei uns, die uns jetzt erst frisch investiert haben, alle engagiert sind. Und ja, du weißt noch nicht ganz genau, wie es in einem Jahr aussieht. Und ja, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo ein sehr grosser Unterschied ist zwischen uns zwei. Ja, kann man vorstellen. Das ist wahrscheinlich immer das, was man quasi nicht hat, das vermisst man. Und das, was man hat, das schätzt man vielleicht zu wenig. Das ist bei uns sicher so. Das haben wir jetzt auch Corona gemerkt. Wir haben breite Kundenbasis, weißt, sehr robustes Geschäftsmodell, also wirklich super traditionelle Basis etc. Das ist alles mega super und das schätzen wir auch. Und da schaut man aber manchmal gleich ein bisschen neidisch zu euch rüber, weil man sieht, boah, die können ein cooles, dynamisches Team, das schnell etwas auf die Beine stellen kann, wenn wir das auf die Beine stellen, geht es durch all die Instanzen durch, machen alle mit, finden die Idee alle gut, geht es wieder vielleicht dann reden. Ja, dafür kann es bei uns umso chaotischer sein, wenn jeder so ein bisschen reinhupen kann und dort kommt eine neue Idee und es hat sicher beides seine Form. Genau, so die Mischung zwischen dem Chaos und mal auch etwas probieren, chaotisch vielleicht, und dann einmal vielleicht reinlaufen. Und wir machen dann quasi immer Sicherheit, nicht nur, aber einfach so gefühlt, dann ist es gut überlegen, weil wir schauen immer, was hast du quasi zu verlieren? Kommt das gut an bei der bestehenden Kundschaft, bei den bestehenden Leuten? Du hast manchmal fast vielleicht zu viel reflektieren. Das macht die, ich will zwar eben nicht sagen, dass es uns als träge macht, weil ich finde uns nicht als träge, aber ich glaube, das ist sicher ein Unterschied. Einfach so ein bisschen ob du einfach 350 Leute musst manövrieren oder 10 oder wie viele. Unter anderem ist auch die Zusammenarbeit ein möglicher Input, den wir als Inspiration nutzen wollen. Dann auch, wir machen extrem viel. Wir haben eigentlich zum Glück vor Corona irgendwie 4 Millionen investiert in Projekte, wo wir nicht wissen, wie die rauskommen. Da sind wir eigentlich völlig im Start-up-Groove. Nur merkt das niemand. Wir suchen jetzt Leute, die unsere traditionellen Headhunter, die wir zusammenarbeiten. Sagen, ja, wir sind spezialisiert auf Treuhand. Die Profile, die ihr fängt suchen, die haben wir gar nicht. Gehen zu jemand anderem, der euch unterstützt. Also, wir bewegen uns extrem irgendwie. Aber das gegen außen zu verkaufen, dass dann eben jemand, der so eine Stelle will, zu uns kommt und sagt, ja, das ist eben nicht nur ein Treuhandbüro, sondern auch ein innovatives Start-up, das müssen wir noch besser raustransportieren. Und da, das wäre natürlich lieber mit so Netzwerkpartnern, wenn ihr das sind, und mit neuen Leuten, die reinkommen, das noch ein bisschen besser gegen außen können zeigen. Ein anderes Beispiel ist also die ganze Thematik ist mit Homeoffice oder mit der Flexibilität, die den Sportlern auch sehr gut kommt, dass man flexible Arbeitsbedingungen hat. Da sind wir eigentlich jetzt nicht nur jetzt, schon lange, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und es lässt es bei uns auch zu. Es gibt ja Unternehmen, die das nicht können. Bei uns kannst du so flexibel arbeiten. Klar, der Kunde gibt das Tempo vor. Wenn der Kunde etwas will, musst du liefern. Das ist fast die einzige Einschränkung. Aber ob du das von daheim machst oder vom Büro aus oder am Abend um 10 Uhr oder am Morgen um 6 Uhr oder einmal eine Woche 80 Stunden und für die nächste Woche trainierst nur jetzt als Sportler, das ist echt, wenn es der Kunde akzeptiert, völlig freigestellt. Das ist etwas, wo noch viel zu wenig quasi ausgenutzt wird. Bei uns, wir arbeiten wirklich noch sehr viel, von 8 bis 5 Uhr, weil man sich so gewöhnt ist. Und auch wenn es 30 Grad ist, auch wenn es 15 Grad ist, und das wird irgendwie noch etwas zu wenig gelebt. Und das, weil man so irgendwie gezwungen ist, man arbeitet doch von 8 bis 5 Uhr. Und so Sachen wird man einfach, glaube ich, noch mehr raustragen, weil ich glaube, das ist auch die Zukunft. Oder? Eben, schlussendlich interessiert es ja nicht, ob du um 11 Uhr angefangen hast, bis nach einer längeren Abend, solange die Arbeit gemacht ist und die Arbeit gut gemacht ist. Und ja, dort kann man sich sicher etwas abschauen. Das ist ja das, was eigentlich einmal jetzt uns Fußballer oder so, Fußballerinnen jetzt auch daran hindert, weil wir mal im Trainingslager sind, mal mit der Nazi unterwegs und. Und wenn man dann halt immer anwesend muss sein, das ist nachher mehr das grössere Problem, sondern es ist gar nicht die Zeit, die du nicht hättest, sondern eben, wenn du es mitnehmen kannst, wenn du eigentlich deinen Laptop brauchst und kannst arbeiten, nachher sind das sicher die interessantesten Stellen auch für jetzt jemanden wie mich.
Wichtig ist auch, wichtig denke ich auch, empfindest du das? Ist ja auch, das ist ja die Diskussion von Homeoffice, quasi nur noch daheim arbeiten. Und darum sage ich auch, es ist schwierig, wenn bei uns über den Sportler 6 Monate weg ist und keine Anbindung hat zum Team, wird es irgendwie schwierig. Klar kann er von irgendwo daheim arbeiten, jeden Tag 30, 40, 50% in der Woche. Aber auch keine Anbindung zum Team, so ein der Teamspirit. Du bist ja jetzt auch Mannschaftssportlerin. Und du merkst auch bei euch im Athletes-Network, im Betrieb, das ist ja auch ein riesiger Spirit in der Mannschaft drin, oder? Und das, glaube ich, kannst du halt gleich nur ausleben, wenn du zwischen denen dich wieder triffst. Nein, das ganz klar. Also, da bin ich auch völlig deiner Meinung, dass es wichtig ist, wenn du dich auch face to face siehst und auch richtig spürst nachher. Aber eben, dann, das muss nicht jeden Tag sein. Das muss nicht jeden Tag sein. Und das verträgt es jetzt auch mal, wenn man 2 Wochen weg ist oder so. Und ja, schlussendlich, wenn man gleich per Videocalls und so, kannst du ja gleich mal hineinschauen und so. Und wenn man merkt, dass du am Ball bleibst, dann verträgt es sich auch, dass du mal vielleicht ein bisschen länger weg bist. Aber generell ja, finde ich es auch total wichtig, dass du sicher regelmäßig dich dann schon auch noch siehst und im Büro da bist. Einfach, ja, wie du schön gesagt hast, für den ganzen Teamgedanken. Ja. Ich glaube, immer 2 Sachen, was wir bei uns noch viel feststellen, dass die Leute traditionell sehr schnell in die Ausbildung gehen, oder? Und sogar mit 4, 25 schon den Fachausweis haben. Jetzt sind Treuhand oder die Wirtschaftsprüfung und dann eine Art, weil du sagst, voll parat wäre theoretisch, aber keine Lebens- und praktische Erfahrung. Und ich glaube, Mischung macht's. Du kommst nicht durch mit nur Theorie und du kommst auch nicht durch, wenn du nichts machst und quasi irgendwann das Gefühl hast, jetzt komme ich und die Arbeitswelt hat auf mich gewartet. Ich glaube, die Mischung macht es. Und du hast jetzt quasi sehr viel im Rucksack, weil du sehr viel schon erlebt hast. Und das jetzt kombinierst mit viel Praxis, wo du natürlich gute Möglichkeiten hast, weil du ein kleines Team sind, kannst du in alles schnell hineinschauen, siehst es wirklich 1 zu 1. Und dann allenfalls noch kombiniert mit einer Ausbildung, die dir zusagt, dann glaube ich, holst auch extrem schnell auf, quasi, weil du ein gutes Fundament hast von Lebenserfahrung. Und das finde ich, die Mischung, es darf nicht nur auf der theoretischen Schiene sein, sondern auch so ein bisschen auf der praktischen. Und darum glaube ich auch nicht, muss man eine Art wie schlechtes Gewissen haben, wenn man noch ein bisschen zu wenig Theorie im Rucksack hat. Im Gegenteil, es ist alles wichtig im Rucksack drin. Und von dem her, wichtig ist vor allem viel Neugier und viel Freude. Und das darf man nie verlieren.